hier bei Beziehung. Mal sehen, wie es diesmal wird. Los geht's. Wird es Rang S? Oh ja, ich seh's. Ich spür's, dass Rang S kommt. Oh, das wird ein Charakter kommen. Wenn es eine weibliche Stimme kommt, heißt es, es kommt ein Charakter. Wer könnte es sein, dieses Mal von Rang S? Replikat des Sternlicht in Genie. Wer könnte Rang S sein? Verwegene Dämon. Ah, von Sogaku! Okay. Und? Ich hab sie endlich! Grace! Dankeschön! Dankeschön! Ja, ich wurde gerettet! Dankeschön! Hallo, Grace! Oh, ich heule gleich! Das ist so wunderbar! Ich komme jetzt zurück hier in Sendezone Zero und wir sollen mit Weiss sprechen. Da bist du ja wieder, Belle. Die Sache mit Bangbo ist erledigt. Was ist als nächstes dran? Also als nächstes an. Wie sieht's ein bisschen aus wie ein Aufpasser? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Ich denke gerade immer noch nach der Begegnung der Höhen der Sondereinsatzkommando. Dann fiel mir ein, dass das wiedergeborene Neo Dentro TV momentan noch den Status des Anfänger-Proxys hat. Du bist wirklich ein Control-Freak. Möchtest du nicht bald befördert mit in unserem Titel des Legendary Proxys wiedererlangen? Du hast recht, fangen wir an zu arbeiten. Warum bist du auf einmal so extrem motiviert, obwohl sich an Zwischenzeit wirklich einige Aufträge angesammelt haben, die erledigt werden müssen? Während du arbeitest, schaue ich mir den Stromzähler an. Den Stromzähler? Genau, ich habe gestern bemerkt, dass ein Stromzähler in unserem Haus ungewöhnlich schnell dreht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das musst du dir eingebildet haben. Vielleicht. Ah, kein Problem, verbring den Tag, wie du willst. Wenn du keine Ahnung hast, was du tun hast, kannst du zu mir kommen. Ich werde dir einigen Aufträge empfehlen. Da gibt es wahrscheinlich wieder Aufträge. Hilfesuche. So, Zeitplan. Oh, hallo? Jobert? Oh, das freut mich. Vor kurzem habe ich einen Auftrag im Internet gestellt und jemanden gesucht, der ein echtes Kampfvideo dreht. Ich wollte meine Leidenschaft in den Kampf neu entfachen, indem die Hauptrolle in dem realen Szenario gegen mehrere Scharfschützen kämpfen sehe. Ehrlich gesagt habe ich anfangs keine großen Erwartungen angesichts der Kampfniveaus der heutigen jungen Leute, würde sich nur über die Phase Freeze handeln. Also hatte ich mit A drauf eingestellt, der mit einer Komödie anzuziehen. Aber wie hätte gedacht, dass es so Kampfszenen noch spannender als der Film um ein eigenes Professionelle sein würden. Mich hat das Video so aus dem Socken gehauen. Das ist so ein Lernmaterial aus meiner ehemaligen Kollegen geschickt habe. Die letzten Tage war ich einmal damit beschäftigt, Lerngruppen zu organisieren und Führungen der Erforschungen des Kampffähigen des Übernehmen. Und da hatte ich einfach keine Zeit für Videokassetten. Wenn du schon mal hier bist, wäre es mit einer Mitgliedskarte?
Das nenne ich meinen Geschäftsgeist, Chefin. Keine Sorge, ich werde diesen Laden öfters besuchen. Die Atmosphäre ist ziemlich familiär. Ach ja, ich habe verschwundene Videokassette Dimensional Musketier gefunden. Nachdem ich mir hochwertige Kampfvideos angeschaut habe, bin ich nicht mehr an solchen erfundenen Geschichten interessiert. Chefin, du kannst sie gerne haben, wenn sie sich das für den Laden brauchst. Danke, nicht der Rede wert. Marmorandum. Öffnen und ansehen. Memo, Venus schlägt vor, ins Café in Sixth Street zu treffen. Erinnere Weise daran, wenn sie Zeit hat. Da ich es bereits gesehen habe, muss ich nicht warten, bis Weiß mich daran erinnert, das Café, ich gehe direkt dorthin. Okay, da gehen wir mal raus. Gibt's hier noch so... Ah, hier ist noch Ausrufezeichen. Sirene. Diese hier scheint gar nicht so schlecht sein. Ich weiß aber nur nicht, ob es in gute Fotos machen kann. Was machst du gerade? Ich möchte wissen, welche guten Läden in dieser Straße empfehlen sind. Die Videothek, die Random Play heißt... Sieht sehr schick aus. Es wäre schön, wenn ich mit dem Chef reden könnte. Ich bin die Chefin. Ist das so? Ich habe nur gedacht, dass der Laden ziemlich schick ist. Mir ist nie eingefallen, dass die Chefin auch schick ist. Ich bin mir sicher, dass die Service in deinem Laden auch erstklassig ist. 20% Rabatt auf Mitglieder. Hä? Du versuchst jetzt schon, mir etwas anzudrehen? Du bist so... Da du so süß bist, tu ich einfach mal so, als würde nichts davon gehören hätte. Ich möchte mich offiziell vorstellen. Ich heiße Sirene und ich bin Gastredakteurin von Rido Tour. Ich bin auf der Suche nach den coolen und besonderen Läden in der Nähe. Wenn du etwas Passendes... Wenn ich etwas Passendes finde, werde ich mir Ladenbeschreibungen in der nächsten Ausgabe der Rido Tour veröffentlichen, um ihn zu bewerben. Bitte hilf mir, Werbung für meinen Laden zu machen. Wie eine Fahne im Wind, aber bitte sag sowas nicht. Du kennst dich aber bestimmt gut aus, nicht wahr? Kannst du mir ein paar gute Läden hier empfehlen? Random Play. Stimmt, du hast... Einen guten, besonderen Laden. Ich habe schon als Quelle der Materialien angegeben. Natürlich werde ich auch gerne mehr über die anderen Läden des Sixth Street erfahren. Apropos, wenn du Zeit hast, kannst du mir helfen, ein paar Fotos vom Läden in der Nähe machen. Du kannst Fotos von deinem Läden und anderen Läden mit besonderen Merkmalen machen. Danach wird ein Fotograf einen Vorschlag des Fotoshooting machen. Aber es wäre besser, vorher Fotos, Referenz zu machen. Irgendwie habe ich selbst kein Händchen fürs Fotografieren. Und jedes Mal sind meine Fotos verschwommen. Ich werde versuchen. Keine Sorge, du musst einfach nur ein paar Fotos machen. Die Ladeneinrichtung zeigt doch, dass du einen einzigartigen Sinn für Ästhetik hast. Bitte zeig mir das Foto, wenn du fertig bist. Ich warte schon auf dich. Okay, Venus. Bist du hier, um Kaffee zu trinken? Ah, Neodendro TV. Ich denke gerade darüber nach, welche Aufträge ich an die Neulinge verteilen soll, während ich auf dem Kaffee warte. Wie geht es dir? Wie ist das Laden als Proxy-Neuling? Ich liebe es, Proxy zu sein. Freut mich, dass du das sagst. Deshalb habe ich extra ein Geschenk für fleißige Proxys mitgebracht. Tada! Schau mal, ein neuer Auftrag. Na, bist du überrascht? Freust du dich? Geschenke?
eine Vermittlung sind dennoch zu 199% Aufträge. Ich weiß eben, dass Proxy-Neuling total auf die Geschenke abfahren. Ich habe auch immer damit belohnt, auch als ich den Beruf angefangen habe. Wie auch immer, diese Aufträge habe ich für dich betrachtet ausgesucht, sind super für Neulinge geeignet, um sie schnell zu erledigen. Such dir die aus, die dir gefallen. Okay, bin schon dabei. Das mache ich doch gerne. Es ist nicht verkehrt, motiviert zu sein. Du solltest aber auch auf dich aufpassen, da du einen langen Weg vor dir hast, um ein legendären Proxy zu werden. Vergiss nicht, ich werde den ganzen Tag über deine Seite sein. Lieben gerne. Okay, die braucht Fotos. So, Sirene? Hast du schon Fotos gemacht? Wow, dieses Foto ist echt gut. Dieser Laden sieht interessant aus. Ich muss dir wohl die Zeit nehmen, in dieser Laden genauer anzuschauen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde dir deinen Laden, deine Chefaktion wärmstens empfehlen. Sirene packt das Foto in ihre Tasche, bedankt sich und geht. Nice. Okay. Dann werden wir natürlich den Hüllen-Deep Dive gehen. Mal sehen, wie viele das sind. Eine. Und hier bei Combat auch eine. Empfohlenen Level hier hinzufügen. Bang Boost. Nehmen erstmal das hier. Den Boo-Volver werden wir dann später noch auf hochsteigen. Dann sehen wir uns wieder die niedliche Animation von Nicole. Dein Auftritt. Zeitherausforderung, Sicherheitsgewährleistung. Oh Gott. Jetzt auch noch Zeitherausforderung. Das ist das, was ich nicht so wirklich mag. Zeitherausforderung. Zeitherausforderung ist zwar nicht meins, aber da gibt es haufenweise schöne Belohnungen. Kind, neue Gegner? Okay. Du bist noch da. Ich habe das gar nicht gesehen. Apologies.
Wipeout. Gutes Teamwork. Gefällt mir. Und Rang S. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Du bist zurück. Wie sieht's mit den Stromzähler aus? Heute Morgen habe ich ein paar Nachbarn nachgesehen und festgestellt, dass nur bei uns der Stromzähler besonders schnell läuft. Es war tatsächlich keine Einbildung, aber wir haben in letzter Zeit keine neuen Elektrogeräte angeschafft. Lebt es an den neuen Bengbu? Vielleicht, aber der Anstieg scheint etwas engstark zu sein, nicht wahr? Das ist keine große Sache. Wir sollen uns nicht allzu viele Sorgen machen. Nein, ich würde der Sache gerne mal auf den Grund gehen. Ich werde den Stromverbrauch des VR-Testmaschine und das Bengbu separat aufzeichnen und sehen, was mich hinführt. Lass uns für heute erstmal schlafen gehen. Gute Nacht. Na, ist es noch ein Auftrag hier? Es ist noch kein Schlafenszeit. Eine gute Tat am Tag. Dann los geht's. Ja, das kennt jeder. Oh. Okay. Sieht nach einem Minispiel aus. Ich glaube, das ging ja schnell. Scheint echt wirklich ein Minispiel zu sein. So viele Münzen. Teleportieren. Ach so, wenn ich hier diese rote Zeichen ist, heißt das, dass er nicht mehr fliehen kann. Und hab dich. Okay, das war jetzt bisher das Leichteste, was es jemals gegeben wurde. Höhlendetektiv als Trophäe erhalten. Und Rang S. Sehr nice. Also, das war bisher das Einfachste. Suchen wir uns aus. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ein schnelllaufender Ätherreal mit einem großen Stromzählerkopf hinter mir her. Es ist besser, wenn es sowas nicht gibt. Dann ruhst dich aus, ist bequem, dein Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Heute ist anscheinend ein ruhiger Tag zu werden und ich gehe in meinem eigenen Tempo durch den Tag.
Okay, wir werden wieder haufenweise Aufträge erledigen. Mit den HIA-Überprüferinnen sprechen wir später. Bank Boos. Rockets, hörst du mir überhaupt zu? Du Nichtsnutz, stell dir ja nicht taub. Du kannst nicht einmal eine Niederlage verkraften. Wie solltest du dein Team Eierrolle aus dem Bezirk Janus herausführen und den goldenen Pokal gewinnen? Antworte mir, ich habe dich untersuchen lassen. Die auditivitären und stimmlichen Kompetenten funktionieren alle einwandfrei. Was ist passiert? Du bist es, Chefin von Us. Kannst du mir helfen, diesen dummen Kopf aufzumuntern? Seit dem letzten Fußball ist Rickets völlig im Boden zerstört und weigert sich, Fußball zu spielen. Was ist passiert? Wir wurden eiskalt von den bösen Bangbus, dem Team Stachel, geschlagen. Wir wurden nicht nur verspottet, sondern Team Stachel hatte es auch noch gewagt, Rockets kräftig in den Arsch zu treten. Der Schiedsrichter wollte die Schlägerei unterbrechen, aber später ist die Sache eskaliert. Rockets wurde von einer Gruppe Bangbus zu Boden gedrückt und hat ein wenig gedauert, bis er freigelassen wurde. Seitdem er am Boden zerstört, er ist am Boden zerstört und wollte weder Fußball spielen noch reden. Ist er kaputt? Wohl kaum. Seine Kompetenzen sind alle intakt, aber vielleicht fehlt es ja Selbstvertrauen. Ich trage auch noch zum Teil stimmt Schuld, denn ich bin viel zu grob und mit ihm umgegangen. Aber jeder ist im Internet sagt, dass Trainer, die nicht schimpfen können, inkompetent sind, nur noch inkompetente Spieler hervorbringen. Aber vielleicht bin ich zu streng mit Rockets. Was soll ich tun, um ihn schnell wieder aufzupäppeln? Stimmt ja, Chefin von Us. Kannst du ihm noch ein Fußballkünste zeigen? Das Spiel von ihr beim letzten Fußballspiel gefällt ihm sehr. Vielleicht kannst du ihn mit deinen überraschenden Fußballkünsten wieder motivieren. Ich werde das versuchen. Wir flehen dich an. Da drüben ist der Fußball. Ach ja, wieder die Fußballspiel mit Bang Boos. Stell dich nicht mehr so tot. Wow, deine Fußballkünste sind so toll wie je, eh und je. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr voraus. Hätte ich den Dribbeltechnik gelernt, hätte ich nicht gegen die Idioten von Stachel verloren. Endlich hört mal wieder ein Ton von dir, Rockets. Ich weiß, dass ich falsch lag. Ich habe einfach bitter, so bitter verloren, dass ich nicht akzeptieren kann. Nicht akzeptieren kann? Glaubst du etwa, dass du damit davonkommen lasse, dass ich dein Training aus Mitleid abbrechen werde, wenn du dich taub stellst? Von heute an wird dein Trainingsspension verdoppelt. Ich sprech lauter. Willst du jetzt Fußball spielen oder nicht? Ich will Fußball spielen. Sprech lauter! Und jetzt sprich mir gefälligst bitte ein Trainer! Wenn du mir antwortest! Trainer, ich will Fußball spielen! Hei. Was ist denn nur mit den Trainern los? Was ist nun mit den Trainern los? Hallo, Alan Joe? Was ist denn das für ein Geräusch bei dir? Es klingt nach seltsamem Schreien. Oh, ich habe vergessen, dass es jetzt die Trainingszeit ist.
Aber dass du ins Fitnessstudio gehst, ist es wirklich ungewöhnlich. Ich? Ich nicht. Meine Beine würden zu dick werden, das will ich nicht. Nein, ich brauche kein Training. Oh, Boss, könntest du für mich zum Elternabend gehen? Ach, bist du teuer zu engagieren? Ich bin immer noch ein Mitarbeiter. Gibt es keinen Rabatt, wenn du meinen eigenen Boss interagiere? Okay, ich gehe zum Zeugnis. Selbst an Rina weiter. Ich leg auf. Oh nein, warte. Da ist noch etwas. Ich kann diesen Monat meinen Lohn im Voraus bekommen? Dann lassen wir sie eben erstmal in Ruhe. Oh, gibt's noch mehr? Aha. Hier gibt es noch mehr. Zeitplan, okay. Zeitplan wurde aktualisiert. Hätte ich nicht gedacht. Hier ist nur noch diese IA-Prüfung. Bingo in den Kampf zu führen, ist eine tiefgreifende Wissenschaft. Ihr redet über Bengbus? Nicht jeder kann Bengbu richtig führen, findest du nicht auch? Bürgerin, hast du irgendwelche, sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Deine Anmachsprüche sind ein bisschen veraltet. Mal sehen, du bist es wirklich. Du bist die unabhängige Ermittlerin, die gerade in Einigungsprüfung bestanden hat. Wir sind uns noch nie begegnet, oder? Also weil du und dein Bengbuff einen großen Eindruck hinterlassen haben, habe ich mir dann in meine Aufgabe gemacht, deine Ermittlungslizenz zu überprüfen. Darauf gab es mir ein Foto von dir, das gemacht worden ist, als du den Lizenz frisch beantragt hattest. Sieh dir nicht ein Ausweisfoto und anders Leute an? Nein, du verstehst völlig falsch. Ich halte mich streng an die Vorschriften. Wir werden die Privatsphäre in unabhängigen Ermittlern schützen. Das bildet einem ebenfalls die Grundlage dafür, dass genehmige und abhängige Ermittlungen durchgeführt werden können. Ah, ich schweife den Thema ab. Eigentlich suche ich nach einem Kandidaten, der ein neues Projekt, aber sobald du aufgetaucht bist, hatte ich mich gepackt und du musst es sein. Ein neues Projekt? Besitzt du Bengbus? Kennst du dich mit ihnen aus? Spürst du den Potenzial das in einen kleinen Körpern schlummern? Ich habe ein ganzes Nest von Bengbus. Sei, dann lade ich dich hiermit offiziell ein. Inoffiziell in den Prüfungsrunde des strategische Projekt Bengbu-Truppe teilzunehmen. Es ist der Projekt der Operationskommandozentrale der Höhle 0. Nur jemand, der gut mit den Bengbus zusammenarbeiten kann, kann auch ein guter Anführer wie sie sein. Die Navigations-Bengbu ist großartig, deswegen bin ich mit mir sicher, dass du mit dieser Sache sehr gut auskennen musst. Natürlich bin ich großartig. Also ich überlege meine Hoffnung an dich und deine Bengbus. Wenn du also deine kleine Prüfungsrunde bestehst, wirst du offiziell den Kampfkunstkommandanten der Bengbu-Truppe ernannt und bekommst du Unterstützung und die Einsätze in Höhle 0. Unsere Bengbus haben wirklich auf den Kasten. Du musst unbedingt kommen. Okay. Also sind wirklich viele, viele, viele Sachen dabei. Gucken wir mal erstmal.
Der Combat ist hier mitten im Stützpunkt. Hochgefährlich. Also hochgefährlich auf hier. Okay. Combat noch spielen. Dann los geht's. Ach, wieder mal so einen Punktverteidigung. So, noch mehr Monster. So, kommen jetzt noch mehr. Neue Gegner? Bin ich gespannt. Ah, hier kommt noch mehr. Du bist hier nicht willkommen. Letzte Welle, okay. Und wir haben es geschafft. Rang S. Calculating environmental data with the objective. Clear qualification assessment, frontline. The squad has found a support bang. You may bring up to 2 support bangboo and switch them out if you master. You can eat. I'll take care of these for you.
I respect your choice. If you need, I'm here to help. I can help clean up. Thank you for the healing. Bandit, ruthless fiend, spiked shoulders, powerful arms, and sharp claws. These are all dangerous assets in combat. While it is in its frenzied state, it is best not to face it head on. Here to serve you. I'm here. Are you sure I should go? Yes, Master. We've arrived at the White Star Institute's frontline supply outpost. To unlock it, you need to obtain an S rating in the previous battle. But Fairy will unlock it for you this time. You're welcome, Master. This is the outpost's exit. Make sure to rest well before leaving, Master.
I feel the filth receding. We've reached the depths. Continue and clear. The cunning hairs, now open for business. Need some help? This time it's on the house. Encrypted area data extracted. Retrieved number 7. Encrypted area data part 2 extracted. Retrieved number 7. Encrypted area data part 3 extracted. Retrieved number 7. Encrypted area data part 4 extracted. Retrieved number 7. Data collection complete. Retrieved password 7777. Supplies unlocked. I'll help you keep hold of such things. An adequate. Thank you.
should go. Gotta run! Hit it! Apologies. I can help! Time to clean the filth. Time to wrap things up! Yeah. The pleasure's all yours! Seizing advantage. Here's a chance! I'll show you! Ready to continue. I'll try my best! At your service. Watch out. I want a bonus for this. I'm coming. Apologies. Watch out, please. Here to serve you. This won't hurt much. Yeah, yeah, yeah. It's all my fault. We'll be right back.